Normalerweise ist in den Herbstferien nichts los, hier am Gymnasium Kronberg in Rendsburg. Und doch ist die Schule gerade jetzt präsent, im Netz und in den Medien. Mit Schlagzeilen wie dieser. Sie bezieht sich auf eine Geschichte, die Mitte Juni beginnt. Im Erdkundeunterricht der 7. Klasse steht ein Besuch in der benachbarten Moschee an. Thema: Der Orient, Machtfaktoren Wasser und Erdöl. Steht so im Lehrplan, der im letzten Schuljahr gültig war, und da stand auch der Tipp des Ministeriums drin, man sollte eine Moschee besuchen gehen, um fremde Kulturen kennenzulernen. Denn es ist ein wichtiges Ziel von unserer Erziehung in der Schule, die Bereitschaft zu erwecken bei den Kindern, mit fremden Kulturen sich zu beschäftigen und sie auch zu tolerieren. Die Eltern eines Schülers aber wenden sich an die Schule, wollen aus weltanschaulichen Gründen nicht, dass ihr Sohn an den Besuchen der Moschee teilnimmt. Die Schule bittet um ein Gespräch, sieht die Eltern in der Pflicht, ihr Kind zum Unterricht zu schicken. Der Sohn geht trotzdem nicht mit in die Moschee. Die Schulleiterin, die wir heute im Urlaub in Heidelberg treffen, sieht sich gezwungen, das dem Ordnungsamt zu melden. Sie verweist auf das Schulgesetz. Demnach handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig nicht dafür sorgt, dass der Schüler am Unterricht teilnimmt. Der zuständige Kreis schickt den Eltern also einen Bußgeldbescheid, 150 Euro pro Elternteil. Die Eltern legen Widerspruch ein. Wir wollen wissen, warum. Schreiben dem Anwalt, der in Düsseldorf sitzt. Alexander Heumann. Wir sind das Volk! Früheres Organisationsmitglied von Lügida, dem Pegida-Pendant in Düsseldorf. Früheres AfD-Mitglied und Mitglied der Bürgerbewegung Pax Europa. Über diese Bewegung, die Sorge vor einer Islamisierung Deutschlands hat, hat er auch die Familie in Rendsburg kennengelernt. Er verweist auf eine im Internet veröffentlichte Verteidigerschrift. Darin heißt es: Zudem wirke die auch ansonsten breite Darstellung des Islam im Geografieunterricht unausgewogen, aufdringlich und missionarisch. Ein zweiter Aspekt sei die Sorge um die Sicherheit für Leib und Leben ihres Kindes angesichts der vielen Berichte über religiös motivierte Gewalt im Zusammenhang mit dem Islam. Die Schulleiterin kann die Argumentation der Eltern nicht verstehen. Es gab diese Veranstaltung schon sehr häufig, weil viele Erdkundelehrer, auch viele Religionslehrer, diese Chance wahrnehmen und die Moschee in der Nachbarschaft besuchen. Selbstverständlich. Und unsere muslimischen Mitschüler übrigens kommen auch in unsere Kirche zum Weihnachtskonzert und singen und musizieren damit. Sie stehe auch weiterhin hinter dem Besuch einer Moschee. Weil die Eltern gegen den Bußgeldbescheid Widerspruch eingelegt haben, wird der Fall jetzt von der Staatsanwaltschaft geprüft.